Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Stray. Wir haben ja damit aufgehört, dass wir ja oben in diesem Apartment gewesen sind, wo wir ja leider nicht sehr viel gefunden haben. Und dann sind wir hier zu dem Musiker. Und den habe ich mal außerhalb der Aufnahme mal eine Musiknote gegeben. Und dann fängt er an zu spielen. Und den kann man auch mehr geben. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Notenblatt. Das da. Ballade des einsamen Roboters. Das kann er spielen. Dann hören wir doch mal rein. Das hat was. Das gefällt mir. Coole Sache. Ja, eins war noch. Ich habe hier hinten ein Safe gefunden mit einer Notiz drauf, aber die ist im Binär, also 0 und 1. Und die soll man noch irgendwie entschlüsseln und da geht's nach unten zu den Abwasserkanälen. Steht aber drauf, wir dürfen da nicht runter. Ja, dann tun wir uns doch mal umgucken. Oh, wieder hier oben. Wollen wir den Ball da reinmachen? Nee. Hier gibt es auch keine Secrets. Was ist mit dem Blatt da? Ich glaube, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Das ist ein Musiknotenblatt, ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet dich eine Dose Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Energy Drink, da. Okay. Und Stromkabel. Was war das jetzt nochmal? Super Spiritus Reinigungsmittel. Okay, und das, glaube ich, waren ja 3 Dosen, ne? Ja, es waren 3 Dosen. Haben wir nicht. Dann gehen wir wieder. Hier drin war ja auch nichts mehr Spezielles, oder? Nö. Ah, warte mal, da oben ist was. Versetzen. Dachtest du wirklich, da könntest du den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen... Ja, das haben wir ja schon mal. Moment mal. Ist das quasi der... Ist das der Aufzugsschacht? Naja. Naja, gut. Wenn das die Kabine da ist... Auch noch Getränkeautomaten. Du stehst da gerade vor einem. Sieht aus wie ein Zock. Ja, überhaupt gar nicht. Ich bin viel flauschiger. Sie sehen niedlicher aus und hören sich auch so an. Aber lass dich nicht täuschen, diese Dinger knabbern sich durch Metall. Das ist echt furchterregend. Die sind doch nicht niedlich. Okay, das ist die Bar. Hier hinten, glaube ich, haben wir ja auch schon. Das sind die beiden hier. Oh, was ist da? Achso, das ist einfach Hintereingang zur Bar. Okay. Oh, so süß. Das freut sich. Du schaust nicht so gut aus, mein Freund. Ist bei dir alles okay? Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Farbeimer fallen, sonst wird Cosma sauer. Ach, das war hier gerade drüber. Ja, vielleicht können wir da... Wo komme ich hier rein? Bist du einer der Störenfriede, die auf dem Dach mit Farbeimern spielen? Nein. Hab mit der Farbe. Ich bin es satt, wegen eurer Schweinerei meine Treppe zu putzen. Ah. Okay. Ja, wir müssen da nochmal hoch. Aber zuerst schauen wir mal hier. Nee, da war nix. Da ist auch nix. Okay. Rest in peace. Rest in peace, humans. Getränkeautomat.
Ruhe in Frieden, ihr Menschen. Mit Liebe. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ja, hoffentlich nicht so schlecht. Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage. Aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Oh. So. Lose bitte. Nice. Okay. Wie komme ich da zum schnellsten hoch? Hier vielleicht? Aber von hier aus komme ich... Ah, doch. Wann soll ich miauen? Okay, und er ist stinkig. Oh, tut mir leid. Okay. Express nach unten? Oh. Oh. Welches Service? Also hier drin. Oder kriegen wir dort den Reiniger? Das ist er schon mal nicht. Ah, da ist er. Super Spiritus. Nice. Cool. Ciao und tut mir leid. Wollte ich nicht. Und dann kriegen wir jetzt das Kabel. Guten Tag. So, das haben wir. Energy, die kann man jetzt zwei nur. Einmal noch da, bitte. Ach, das mit dem Haus, das ärgert mich da noch. Okay, Express. Na. Na komm, spring nach oben. Oh. Hallo. Was gibt's jetzt hier zu merken? Sieht so aus, als wollte dieser arme Kerl auch zur oberen Ebene. Ja, ich erinnere mich. Stadtmitte ist dort oben, weit weg von all dem Müll und dem Sichtum der Slum. Also vom Sichtum des Slums. Ja, okay. Selbst in düsteren Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedene Gesellschaftsklassen aufzuteilen. Ja, typisch Mensch, ne? Damals waren viele Leute aus den Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Okay. Und hier können wir nicht weiter nach oben. Dort Stacheldraht und Co. Jetzt da oben waren wir aber noch nicht. So, geht's hier rüber? Nice. Da waren wir schon drin. Da ist nichts Interessantes. Ja, gehen wir wieder nach oben.
nehmen wir da was. Nö. Außer, dass er da drin pfeift. Muss ich hier vielleicht länger was machen? Ich hab... Was ist da für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Was ist, wenn ich es nochmal mache? Ah, kann ich nicht. Sorry. Auch da kein Automat. Es muss da oben irgendwo sein. Hier geht's auch nicht weiter nach oben. Da lässt mich auch gar nicht springen. Oh no. Ja, komm. Geht auch nix. Das Teil ist jetzt wieder an. Na ja, okay, wir nehmen es mal wieder raus. Was habe ich übersehen? Machen das mal mit der Hilfe. Wie geht das? Notizbuch von... Oh, noch, nee. Kann ich dich nochmal herholen? Untersuchen. Notizbuch, 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 Energy Drink. Was ist es hier drin? Länger trinken ist es auch nicht. Gib mir einen Tipp. Scheiben? Nee. Doofe Tür geht auch nicht auf. Komm, spring mal auf die Box da. Sieht nix. Wir haben drei Notizbücher, noch eins und wir sind fertig. Wir müssen eine verlassene Wohnung mit der Gegend umschauen. Du solltest sie alle von den Dächern aus sehen können. Halte nach einem Haushaltologe Ausschau. Ja, ich bin hier drin. Das ist die letzte Wohnung. Aber hier ist einfach nichts. Oder muss ich mit der Energiezelle was machen? Gehen wir nochmal nach oben. Ah, ich kann sie auch nicht mehr nehmen. Oder? Nee. Na komm. So dämlich. Das ist alles zu. Ja, dann geht's halt hier wieder raus. Ich bin wirklich überfragt. Ich bin auch gerne mal noch da oben. Da geht's nur nach unten. Was übersehe ich? Ah, by the way. Kannst du eigentlich das eine Ding da entziffern? Was ist denn das? Energy... Ja, steht da. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Ein echter Technik-Freak kann den lesen.
vielleicht unser Typ von oben? Ich glaube, du bist kein Technikfreak, ne? Was soll ich nur machen? Ich kann alle Häuser von oben sehen, hat es geheißen. Gehen wir hier nochmal rauf. Nehmen wir die Bücherei da. Das eine Zimmer da hinten. 1, 2. Und Nummer 3. Gehen wir mal zu ihm rauf wegen Technikfreak. Komm, gehen wir kurz rein. Kannst du helfen? Yes, tue ich. Aber kannst du mit dem da helfen? Echter Technikfreak. Okay, du bist also kein echter Technikfreak. Ja, okay. Nehmen wir mal kurz die Abkürzung. Vermutlich werdet ihr schon die ganze Zeit gesehen haben und mich anbrüllen. So, da ist es. Und ich laufe über die ganze Zeit dran vorbei. Oh, ich komme hier noch rauf. Ah, bringt mir gar nichts. Eben hier drin. Das ist ein Fenster. Sich irgendwie. Oh, der ist noch aus. Hier geht's auch nicht weiter. Ich versteh's nicht. Sonst ist hier nichts. Da oben auch nicht. Da geht's auch nicht weiter hoch. Was ist es? Sie kann da unten rein, so ein bisschen. Aber... bringt da wieder nichts. Oh, hier. Wir müssen doch bestimmt irgendwas da kaputt machen. So kann ich mit euch nichts machen. Da raus. Also wenn ich jetzt hier noch ewig rumsuche, dann mache ich glaube ich meine kleine Aufnahmepause. Und für euch gibt es einen Schnitzer im Moment. Oh! Ach! Das ist jetzt nicht wahr. Ah, es liegt hier am Boden. Alter. Bin ich doof. Finally, das letzte Notizbuch. Das ist halt jemandem namens Zabaltasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zergs nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt und... und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in der Stadt eingesperrt zu sein. Oh, in diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, dem Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das der Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Okay. Wow. Machen wir das. Kommen wir da. Können wir da noch umjumpen? Yes!
Guten Tag, ich hab da was für dich. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch? Nein. In welchem war das jetzt drin? Momo, Clementine von Doc. Blatt, hä? Ah, hier. Ja, meistens habe ich nicht ganz verstanden, worüber er sprach. Aber er war sehr weise. Was aber. Na, gib mir mal das. Momo verwendet solche, um ihre einzige Kleidung herzustellen. Oh Mann. Aber wo ist das jetzt mit der Gleichung? Ich glaube, hier stimmt was nicht. Also, 1, 2. Hä? Aber... Nee, aber uns fehlt doch da hier 1 vom Doc. 1, 2. Ah, okay, jetzt. Warte, das tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden. Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Clubs kommunizieren können sollten. Clementine, sobald das Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke. Vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns den Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Okay. Brauchst du meine geilen Kabel dazu? Ja, anscheinend nicht. Komm mit mir. Was hast du jetzt vor? Da oben. Siehst du das Gebäude? Hoch über den anderen? Ich denke, wenn du den Sendeempfänger ganz oben an den Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fuchsweg gibt, werden sie davon wissen. Ah, den haben wir jetzt einfach mal so digitalisiert. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Slurks... Oh, nein! Ah, wir brauchen dich, kleiner Ausbilder. Oh, no. Dieses Gebäude da. Oh nö. Ich warte, ich darf den nirgendwo runter. Schöner Garten übrigens. Die Dächer. Oh, ihr seid auch hier oben. Okay, spannend. Ich brauche einen Schlachtplan. Wir müssen da irgendwie ganz schnell durchlaufen. Die springen einander so hoch. Ja, und hier sind schon wieder die nächsten. In die Richtung. Kann ich da oben vielleicht hochspringen? Oh no! So, da. Erstmal wieder in Sicherheit. Katzerpult. Aber jetzt gerade kriegt er Errungenschaft.
Hier auf. Guten Tag. Jetzt? Oh, hier gibt es auch was zu erinnern. Die Stadt ist voller Nähe und das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages sollte jemand nach Regenbogenlampen ein Neonleuchten im ganzen Haus. Die Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, ihre Häuser jede Menge Licht anzubringen. Diese Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Okay, Sackgasse hier. Glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Jetzt bin ich hier, aber komm hier nicht weiter, oder? Nee. Ah. Cool gemacht. Ach, das ist jetzt wieder sowas. Oh, lieber nicht zu weit. Na? Okay. Da muss ich also schnell sein. Ja. Und jump. Oha, oha, oha. Okay. Können wir hier noch nach oben? Nö. Ist aber alles so eklig nass. Alter. Schaut euch das mal an. Oh, wie eklig. Na, hoffentlich ist es draußen besser. Warum habe ich das Gefühl, dass hier gleich abgeht, wenn ich hier reinspringe? Tür hacken. Oh. Okay, damit ist jetzt erstmal hier los. Okay. Bitte bleib auch zu. Es ist einfach so eklig. Das ist wie die Facehugger. Ja, drauf auf den alten Baukran. Boah, ich hätte ja echt so Höhenangst. Oh. Da sind ja noch mehr von euch. Aber es ist schon mal das richtige Gebäude. Oder? Was sind doch hier? Was sind das, Eier? Ich glaube, ich muss ja ganz schnell darüber. Jetzt, wo ich das so sehe, möchte ich nicht in das Gebäude. Nope. Geh auf. Okay, jetzt wird es irgendwie dezent zum Horrorspiel hier. Okay, mal schauen. Ich glaube, wir müssen hier noch hinten. Da auf dem, wo die kleine Leuchte hier ist. Macht das Sinn, dass wir die jetzt irgendwie wie anlocken? Hallo, kommt sie jetzt her? Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, da sind ja noch mehr von euch. Wo muss ich jetzt hin?
Oh, Scheiße. Hol die. Wo zieht er drauf? Okay, Gott sei Dank. Oh, wird das jetzt die ganze Zeit so eine Stresspartie? Wo muss ich hin? Ah, da hat es wieder sowas. Okay. Oh. Machen wir uns erstmal das hier. Einmal merken. Nekokorp. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Aus der oberen Ebene des Slums überflutet, versuchten sie, ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Ah, so ist vermutlich das Problem hier entstanden. Alles klar. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weiter mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir gesagt, ah ja, okay. Er sagt sie selber. Los geht's. Nur eins und eins zusammenrechnen. Cool. Selbst hausgemachtes Problem hier. Kann ich dann von hier noch da... Kann ich hier nach oben springen? Ich muss euch ja da rauslassen. So, oh Gott, die Tür wieder zu. Geh rein da. Mach sie zu, mach sie zu. Boah, Gott sei Dank. Jetzt habe ich den hier. Ach, damit ich jetzt dann da nach oben springen kann. Ratzenzaun, das heißt, die kommen nicht auf die Schnelle wieder dahin. Oh, bleibt's mal schön da. Jetzt nach da oben, komm. Ach Mann. So, spring doch mal doch nach da oben. Yes. Ah, oh, danke. Na, komm. Hoffentlich gibt es einen schnellen Weg hier wieder nach unten. Okay, tschüss. Oh, ist gar nicht mehr so weit. Oh, ich glaube, wir haben jetzt erstmal Ruhe. Na, Moment. Geh hier vor. Irgendwas Schlimmes passiert doch, wenn ich jetzt hier da das mache, oder? Ein Aufzug fährt runter. Das haben die jetzt natürlich alle mitgekriegt. Ah, super geil. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße, ich will nicht gefressen werden. Haut's ab, haut's ab, haut's ab, haut's ab, haut's ab, haut's ab. Geh auf. Ah, Scheiße. Scheiße, wie komme ich denn jetzt da rein? Scheiße, 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 Scheiße. Komm, weg, 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 weg. Komm, mach was. Komm, bitte, bitte fahr da hoch, bitte. Komm, ich kann hier nichts machen. Ah, oh, das gibt's jetzt nicht, oder? Warum? Ja, was ist denn das jetzt? Ich kann hier nichts machen. Ah, jetzt. Dachte schon. Fuck. Ciao hier. Die Müllfresser.
soll ich noch weiter nach oben, oder? Nee. Wir sind hier. Befestige den Sendempfänger an dieser Antenne. Okay. Bitte. Auch die Stadt da oben. Ja, Gott sei Dank. Schau die Aussicht. Von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Vor was? Sie sehen außer Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe. Völlig verödet, unbewohnbar, gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, um Hilfe zu bekommen. Großer Meilenstein. Aber ich hoffe, das Spiel ist doch nicht so schnell vorbei. Wenn es jetzt schon 33% sind. Kann ich das eigentlich runterwerfen? Okay. Na komm, ich möchte es doch runterwerfen. Ciao. Okay. Liebe Leute, bevor wir zum Momo wieder retour gehen, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder sogar ein Abo. Bis denn dann. Tschüss.